450.000 Jecken bejubelten in Düsseldorf nach Angaben des Komitee Düsseldorfer Karneval e.V. ihren Rosenmontagszug standesgemäß mit dreifachem Helau. Der Zoch setzte sich gegen 12.30 Uhr an der Corneliusstraße in Bewegung und erreichte um kurz nach 13.30 Uhr das Düsseldorfer Rathaus in der Altstadt. 126 Wagen, 35 Kapellen und rund 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten für einen 4 Kilometer langen Zug. Für die Besucherinnen und Besucher am Wegesrand gab es 120 Tonnen Kamelle. Gegen 14.15 Uhr gab es eine besondere Überraschung. Die Düsseldorfer Band Die Toten Hosen reihte sich mit einem eigenen Wagen in den Zug ein und gab für die Narren ein Überraschungskonzert. Am Dienstag wurde das Prinzenpaar Prinz Carsten II. Und Venezia Yvonne dann von Oberbürgermeister Thomas Geisel beim traditionellen närrischen Zapfenstreich vor dem Rathaus offiziell verabschiedet. Vor zahlreichen Jecken auf dem Marktplatz dankte das Prinzenpaar ihrem närrischen Volk und gab ihre Machtinsignien sowie den Rathausschlüssel wieder ab. Am Aschermittwoch wurde der Hoppeditz im Stadtmuseum Düsseldorf beerdigt. Pünktlich um 11.11 Uhr begann die Trauerfeier des Heimatvereins Düsseldorf Weiter 1978 e.V. mit anschließendem Trauergeleit in den Garten des Stadtmuseums. Dort wurde der Hoppeditz eingeäschert und die Karnevalssession beendet. In Düsseldorf läuft seit Donnerstag das größte Fotofestival in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf Foto widmet sich noch bis zum 25. Februar 2018 unter anderem mit Museums- und Galerieausstellungen, der Geschichte, der Zukunft, den Akteuren und aktuellen Diskursen der Fotografie. Das jährliche Festival startete mit einer Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Thomas Geisel und Kulturdezernent Hans-Georg Lohe. Veranstalter ist das NRW-Forum Düsseldorf in Zusammenarbeit mit rund 50 Museen, Kulturinstitutionen, Hochschulen, Galerien und Projekträumen, die Werke von über 100 Fotografinnen und Fotografen in ganz Düsseldorf präsentieren.